Läuft bei dir, Mann. 300 Gramm ist einmal mit der Gabel reingestochen. Unter 1 Kilo geht gar nichts. Ah, jetzt haut ihr aber schon ein bisschen auf die Kacke, ne? Unter 1 Kilo geht gar nichts. Also, ich würde mich schon als guten Esser bezeichnen, aber 1 Kilo. Ja, nee, ist klar. Bei uns gab's Restaurants an der Autobahn lange Zeit, in den 90ern. Wenn du da gab es ein Steak. Das war, glaube ich, 850 oder 1000 oder vielleicht sogar 1000 Gramm. Wenn du das aufgegessen hast, musstest du nicht bezahlen. Naja, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so ein Typ. Wenn ich jetzt irgendwie ein Steak esse, esse ich nicht nur das Steak, sondern dann esse ich 300 Gramm Steak und keine Ahnung, noch Kartoffeln oder so dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich ausschließlich von Fleisch ernähre. Irgendwo, keine Ahnung, irgendwo muss da auch noch sinnig sein. Vor allem euer Körper kann eh nichts mit 1 Kilo Fleisch anfangen. Selbst wenn ihr die übelsten Pumper seid, kann euer Körper das trotzdem nicht alles verarbeiten. Wenn ihr jetzt über den Tag verteilt 1 Kilo Fleisch esst, dann bin ich wieder bei euch. Dann können wir uns darüber unterhalten. Aber jetzt auf einmal 1 Kilo Fleisch, welcher Körper braucht das? Ja, über den Stuhlgang brauchen wir noch gar nicht reden bei 1 Kilo Fleisch. Naja, aber ich finde es nicht so schwierig. Also ganz ehrlich, ich finde es einfacher, 500 Gramm Spaghetti zu essen mit Bolognese, als jetzt zum Beispiel 750 Gramm Fleisch. Moin Asum, grüße dich. Also ganz ehrlich, ich finde es deutlich angenehmer und einfacher, keine Ahnung, echt eine Riesenportion Nudeln, zwei, drei Teller Nudeln zu fressen, als jetzt irgendwie 1 Kilo Fleisch. Moin Desaster, grüße dich. 7 Bier sind auch ein Schnitzel. Keiner drauf schießen oder was? Ja, FV, irgendwann musst du halt auch mal anfangen, dich selbst zu verteidigen. Moin Jane, grüße dich. Endlich ist er weg.
Nice Shots. Wo wir gerade beim Essen sind. Also für heute Abend habe ich mir auch ein 300 Gramm Steak geholt. Deswegen sagte ich auch für ein 300 Gramm. Mehr braucht man auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich war heute 2 Stunden trainieren, pumpen. Danach gibt es dann meistens einen Shake oder so. Morgens gibt es ein ausgewogenes Frühstück mit Eiern, bisschen Gemüse. Mittags gibt es vielleicht nochmal ein bisschen Thunfisch mit Reis. Und dann gibt es abends nochmal Fleisch mit auch wieder ein bisschen Gemüse. Ah, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Wer braucht 1000 Gramm Steak? Moin Monte Cristo, grüße dich. Ein Kilo Schnaps ist immer gut, ja. Wer kennt es nicht? Das gute Kilo Schnaps. Jetzt lass mich raten, die sind alle noch voll AP. Jetzt ein HE-Magazin, oder? Okay, die T92 ist raus. Ja, ich lade mal lieber ein APCR-Magazin. Fliegen die Schüsse besser. Bloodshed Arty ist nach Norden gefahren.
Jo, Nauri, nochmal fettes Dankeschön für den Resub für die 12 Monate. Lord Preppy, dir auch fettes Dankeschön für die 19 Monate. Und ich habe es jetzt leider nicht mitgekriegt, wer gerade gesubbt hat. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Resub. Hauptmann, ich, vielen lieben Dank für die 9 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Am liebsten hätte ich ja als erstes mal die Arti raus. Ich drehe jetzt hier noch einmal kurz meine Kreise. Oh, jetzt steht schon wieder jemand im Cap. So. Wie viel AP hat die Grille noch? Reicht ein Magazin? Ach so. Ach so, Ramsi zu Tode. Jawollo. Freiheit. Eigentlich wollte ich jodeln, aber dann dachte ich, okay, ich kann es auch cool machen. Leider war es war klein, keine Kolobanov, oder? Erstmal gibt es eine Belohnung. Waren, glaube ich, nur 4 Gegner, ne? Kann das sein? Ah doch, waren 5. 10er Only Battle Kolobanov. Ich meine, hallo? Jo, Oak, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich krieg das. Irgendwie wird mir das hier mit den Subs nicht angezeigt. Es tut mir total leid. Streamlabs hängt auch hinterher. Fettes Dankeschön. Fettes Dankeschön für den Resub. Vielen lieben Dank. Ich schaffe das manchmal gar nicht schnell genug, darüber zu gucken. Aber die Medaille ist fast wichtiger als die hier, oder? Nice. Schöne Runde.